Kloster meets Business. Vier elementare Punkte, die ich täglich mache und die auch dein Business zum Wachsen bringen. Vom Kloster her habe ich einige Sachen mitgenommen, die wirklich nach wie vor unterstützend sind fürs Business. Ich mag dir mal einen ganz kurzen Blick hinter die Kulissen geben, wie so mein Tag abläuft, bevor ich mein Tag heute als Beispiel jetzt nur, bevor ich gern die vier Punkte mit dir teile, die sicher dich auch weiterbringen. Heute Morgen schreibe ich gerade weiter noch an meinem Buch Von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise, wie eben auch du das umsetzen kannst. Das ist immer etwas, wo ich ja einfach ein bisschen Zeit und Ruhe brauche und das total schön finde, da morgens schon dran zu sein. Deutsche Zeit 7 Uhr, das ist dann bei uns Mittag schon um 12, habe ich ein erstes Meeting, ein Call mit Männern und Frauen, die sich committed haben, wirklich ein automatisiertes Einkommen aufzubauen, hier in die Umsetzung, ins Tun zu kommen, wirklich mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität ins Leben zu ziehen. Und dann habe ich ein Interview heute mit Dr. Ben Bark. Da freue ich mich riesig drauf, denn ja, er ist einer, der wirklich vieles bewegt. Und ja, lass dich da gern überraschen. Übrigens bin ich auch eingeladen worden. Heute Morgen habe ich die Nachricht schon bekommen bei meinem Mentor, dem erfolgreichsten Networker weltweit. Der hat morgen ein Webinar, da darf ich sprechen. Freue ich mich auch ganz besonders drauf. Anschließend habe ich meinen Call mit meiner VIP-Gruppe. Dann gibt es Mittagessen, da ist dann ungefähr 15 Uhr hier in Thailand. Was ist dann angesagt? Genau. Ich treffe mich mit der Mastermind-Gruppe Frauenpower, weil das ist auch für mich so. Ich habe immer auch einen Mentor, einen Coach, eine eigene Mastermind-Gruppe, weil ich glaube, wir uns gegenseitig hier stärken und unterstützen dürfen und das einfach genial ist. Danach auch Treffen mit meinem Team, mit meinen genialen Mitarbeitern, um hier weiterzugehen. Ich habe noch einige Sachen auf dem Kalender stehen, aber ich wollte ja vor allem auf dem Kalender, das ist Schmarrn. Seit ich auf Weltreise bin, habe ich nicht den Kalender, der ist im Laptop und im Handy zwar drin, sondern einfach nur ein Notizblock. Das ist mein ganzes Arbeitsmaterial, das ich dabei habe. Da stehen noch ein paar Dinge heute drauf, die zu erledigen sind, ein paar Mails noch zu beantworten. Aber vor allem, was sind so die Hauptpunkte, die ich täglich in meinem Leben habe und die auch für dich unterstützend sein können? Erstens die Magic Moments, also sozusagen mein Morgenritual. Da habe ich ganz ausführlich schon ein Video mal dazu aufgenommen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder durchgehe, weil das ist so grundlegend für deinen Erfolg. Also von daher meine Empfehlung, investiere da unbedingt rein und schau, ist es etwas, was dir Kraft spendet oder ist es einfach so ein Ritual, das du halt, ja, das sich so eingebürgert hat. Das zweite, investieren in meine Community. Auch das ist Tag für Tag dran. Wie kann ich für die Menschen, die ich begleite, wie kann ich denen am besten dienen, diese Frage zu stellen und dann wirklich hier reinzugehen, was wertvoll ist für die Menschen, was inspiriert sie, was bringt sie weiter. Das ist so der zweite Punkt. Der dritte ist das Wachsen und da stelle ich mir die wichtige und dominante Frage, wie kann ich denken, fühlen, handeln, um mehr Liebe, Freiheit, Erfüllung, Wachstum in mein Leben und das Leben der Menschen zu bringen. Und allein diese Frage verändert etwas und diese Frage lasse ich immer wieder sozusagen am Tag aufklingen. Und die Frage ist, was ist deine dominante Frage? Und wie kannst du deine, ich sage es mal, in dir selber und in deinem Business wachsen? Dazu gibt es aber ganz praktische Tipps, auch eine Statistik zu führen, wie viel möchtest du zum Beispiel pro Monat in deiner Gruppe dazugewinnen, wie hat sich's entwickelt, schreib dir das auf. Und dann natürlich das Thema Sales, ein Thema, das ich immer
nicht immer, sondern lange vor mir hergeschoben habe, weil ich dachte, ich will niemand was aufdrängen, was verkaufen. Ich hatte dieses Verkaufen lange Zeit sehr negativ besetzt, bis ich erleben und erfahren durfte und entdeckt habe und mein Denken verändert habe, was es bedeutet, wenn Menschen ja das kaufen, in Anführungszeichen, was ich ihnen anbiete, wie sehr das Leben verändert, verwandelt. Und deswegen frage auch du dich, wenn du was lebensverändernde Dienstleistungen, Produkte hast, wie gehst du um mit diesem Thema? Hast du das wirklich täglich präsent? Ja, die vier Anregungen wollte ich dir heute kurz mitgeben. Wenn dir das Video gefallen hat, likes gerne. Schreib mir gerne hinzu, was sind für dich so täglich die Punkte, die in deinem Leben unabdingbar dazugehören. Und ja, wenn du Unterstützung willst und brauchst, gerne in einer kostenfreien Klarzeit-Session. Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt und in dir steckt unglaublich viel. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.